Hallo Leute, ich heiße euch willkommen zu einem ja etwas außerplanmäßigen Let's Play. Ich habe euch ja in meinem letzten Infovideo darüber schon aufgeklärt. Und zwar spielen wir Gomo, ein Spiel, das ich bis vor wenigen Stunden auch noch nicht kannte. Aber nachdem ich ja nur beschränkte Hardware zur Verfügung habe und mein Steam-Account auch nicht dabei ist, habe ich mich bei Good Old Games ein bisschen umgesehen und habe dann dieses Spiel entdeckt. Und warum habe ich ausgerechnet dieses Spiel gewählt? Zum einen, weil es natürlich den Hardware-Voraussetzungen entspricht, wo ich sage, das kann mein aktueller Rechner schaffen. Und zum anderen, weil der Publisher Daedalic Entertainment ist, die, wie ihr wisst, ich sehr gerne habe. Was weiß ich sonst noch über das Spiel? Das Entwicklerstudio ist Fish Cow Studios. Herausgekommen ist das Spiel 2013. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich spiele es auf dem PC und das ganze Spiel ist ab 6 Jahren freigegeben. Und das Einzige, was ich getan habe, schon mal vorab, ihr seht, ich habe noch nicht angefangen zu spielen, ist, dass ich in den Optionen hier die Lautstärke ein bisschen runtergeschraubt habe. Ich weiß aber nicht, ob ich da nochmal nachjustieren muss. Und ich habe hier die Sprache auf Deutsch gestellt. Und natürlich, das Spiel hat eine sehr, sehr kleine Auflösung. Und ich habe das jetzt mal nicht im Vollbild. Für euch sieht das natürlich Vollbild aus. Aber ihr seht schon an der Dicke meines Mauszeigers, dass das ein sehr kleines Fenster ist. Und ich spiele es jetzt in einem kleinen Fenster eben. Und ja, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich würde sagen, ohne weitere Umschweife fangen wir einfach mal mit dem Spiel an und machen ein neues Spiel. Okay, wir sind wohl dran. Hier ist das Inventar, das ist ziemlich leer. Hier ist das Menü, okay. Und wir sollen hier klicken. Okay. Ah, der Mauszeiger hat sich verändert. Okay. Okay, Leute. Ja, ich nehme an, das hier ist Gomo, oder? Kann man hier was anpointen und klicken? Nö, nicht wirklich. Ich könnte mir vorstellen, okay, dass es hier auch noch irgendeine Art Tutorial gibt. Okay. Geht wohl nicht so leicht auf. Da oben die Maus, aha. Ja. Was gibt's denn im Menü? Weiterspielen, Optionen. Ich mach das nochmal ein bisschen leiser, Leute. Ihr seht, das Spiel hat sehr wenig Optionen. Kann man eigentlich gar nicht speichern? Ich hoffe, das ist ein Spiel, das automatisch speichert. Gut, ja, und jetzt? Da ist ein Schlüssel. Ah, klar, tatsächlich, man kann Dinge. Sehr cool. Kommt das jetzt ins Inventar? Jawohl, das ist im Inventar. Fernseher? Ah. Das ist ja mal ein eintöniges Programm. Hey, die Vögel, schaut mal. Also bisher ist es sehr einfach gestrickt, das Spiel, aber macht nichts. Kann man hier noch irgendwas aufmachen oder so? Nee. Hübsches Bild. Okay. Dann gehe ich jetzt mal ins Inventar. Aha. Würde mich
interessieren, was du für eine bist. Kann man da rein? Hä? Okay. Ja, genau. So geht's mir auch, Gomo. Also gut, wenn ich das richtig verstanden habe, unser Hund wurde von Außerirdischen entführt und wir sollen denen einen Kristall. Ein Kristall besorgen. Ich mach nichts, das macht jetzt alles automatisch, Leute. Sultans Factory. Okay. Ach, das ist ein Zaun. Okay. Yeehaw! Drei Sekunden später. 712 Minuten und blablab, Sekunden später. Okay. 1,2 Tage und 5 hoch 2. Ja, und jetzt? Der sieht sehr traurig aus. Was ist denn das für einer? I want you. Was ist das? Das war ja ein dreckiges Lachen. Okay. Okay, es ist wohl ein Spiel ohne Worte. Wenn wir das gucken. WC. Okay, da geht's aufs Klo. Wir können aber nicht hin. Wir können nur nach oben. Mit so kurzen Füßen, Go, ist nicht einfach. Autsch. Ah, okay. Kann ich bloß aufs Klo gehen? Wieso geht's zum Klo eine Leiter runter? Hä? Okay. Was ist das? Erholsam. Und jetzt? Okay. Was will mir dieses Spiel damit sagen? Hm.
denke, wir müssen wieder gehen, oder? Wir brauchen doch bestimmt da diesen Wurfhaken, um darüber zu kommen, oder? Ja. War ja eh klar. Oder können wir den so benutzen? Ah. Los. Wirf den Haken, schwing den Haken. Los, Gomo. Und nach oben. Ah, das ist wahrscheinlich das, was ich hier brauche. Muss ich da jetzt ein Tic-Tac-Toe-Spiel gewinnen? Ich kann aber jetzt auch noch... Ah, ich habe den verwechselt, sorry. Hä? Sind es gar nicht die? Muss ich die anderen nehmen? Wahrscheinlich. Na mach. Und jetzt? Ah, please insert the card. Ich habe aber gar keine Card. Mir fehlt noch eine Card, kann das sein? Ah! Da sucht er nach irgendwas. Card. Ich verstehe. Okay. Das sieht gut aus. Alles im grünen Bereich. Okay. Okay, das ist ausgesteckt. Genau. Da müssen wir was aus dem Weg heben. Irgendwelche Lasten aus dem Weg heben. Ah, halt, da ist ein Knopf, oder? Denke ich mal. Jawohl. Macht Sinn. Nochmal? Komme ich da jetzt rüber? Okay. Den Knopf zu drücken reicht wohl nicht. Kann ich dann noch irgendwo mehr Power geben? Darüber. Ah, das geht.
Okay. So kann man es natürlich auch mal... Yo, verstehe. Das ist die Schmiere für das da unten. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das ein Wasserbehälter ist. Aber nein, das ist dunkles, schwarzes Gold sozusagen. So. Jetzt läuft es doch wieder wie geschmiert, oder? Ah. Weiter geht's, Gomo. So. Prost. Zoltans Excavator 4000. Do you want to feel heaven underground? Then Zoltans Excavator 4000 is just for you. A, B, C, D. Okay. Und nun? Okay, die Maus da unten hat so ihre Vorräte. Was kann ich tun? Da kann ich nur da drauf. Leute, ich bin aufgeschmissen. Okay, zurück geht's nicht mehr. Es muss hier irgendwas, dann kann ich auf dem Bild irgendwas anklicken. Ah. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, Leute. Ich weiß nicht, was mir dieses Spiel sagen will. Ich kann doch nicht nach unten, oder? Hier rein? Nee. Ah. Und jetzt? Ja, genau. Da kann man nur dämlich aus der Wäsche gucken, lieber Gomu. Kann ich nicht da runter oder so? Ah, nein. Nein. Ja, Leute. Hallo Maus, kannst du mir helfen? Nee, da geht er bloß rein. Was ja an sich recht schön wäre. Weil hier ist eine Art Lichtkabel. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht auch die Lichter aktivieren. Nein, geht nicht. Ich kann aber auch nicht, nicht zurück. Komisch. Ja, Z. Irgendwelche Bohrer, Steinbohrer oder so. Greifer. Steingreifer. Und irgendwelche Hebel. Aber ich stelle mich gerade an wie der letzte. Wie der letzte Gomo. So schaut's aus. Ah, jetzt aber. Haha. Jetzt geht's abwärts, Gomo.
Okay, Leute. Aber mit diesem sehr funky Geschichte, mit dieser Musik hier im Hintergrund, machen wir dann weiter im nächsten Part von Let's Play Gomo. Ein kleines, abwechslungsreiches Spiel mit einer interessanten Optik, so wie man das von Dedelic-Spielen aber auch schon ein bisschen gewöhnt ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Genau, Gomo, jetzt ist Zeit, um sich auszuruhen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.